Meine Leute, und schon wieder ein herzliches Willkommen hier bei mir auf meinem kleinen Ruppe-Kanal. Und schon wieder ein herzliches Willkommen hier bei mir auf meinem kleinen Anti-Mobbing-Kanal. Und schon wieder ein herzliches Willkommen hier auf der Sonnenseite des Internets. Die Hintergrundbeleuchtung sagt uns immer noch Witch Hour. Es ist ja immer noch hier Halloween-Zeit. Und ja, draußen ist es ein bisschen regnerisch, grau, ist kalt und windig und Aber naja, hast ja manchmal. Trotzdem haben wir gute Laune und ich. Ihr seht schon, ich rede heute etwas schneller, weil ich einfach das hier fertig kriegen möchte. Ihr seht ja, Content wird rausgeballert und ich hätte euch gerne trotzdem heute Abend in meinem Stream und dass ihr nicht in meinem Video festhängt und euch das noch zu Ende angucken wollt. Deswegen versuche ich das hier möglichst kurz zu halten und nicht so viel abzuschweifen. Ist ja generell schon nicht meine Art, aber manchmal passiert es ja trotzdem. So, wir gucken uns heute den Schrott vom 13.10. an, vom Tiggity Toggity. Ist nur 7 Minuten 44 das Video. Ich würde sagen, spätestens in 12 Minuten sind wir hier raus. Ich werde nicht viel dazwischen reden. Wie so meine Art ist. Ich würde euch trotzdem bitten, euch mit mir hier zusammen diese Perle der Unterhaltungskunst anzusehen. Ach so. Damit ihr euch was ansehen könnt, muss ich euch erstmal was sehen lassen. Ich mache das jetzt schon so lange, ne? Und ich verkack das immer wieder. Aber hast ja manchmal. Ich dachte mal ein bisschen Halloween-Stuff. Ja, wir hatten vorgestern im Stream schon mal ganz kurz reingeguckt, wollten uns natürlich aber die Copyright-Strikes nicht geben, wenn er da quasi mit Musik sich anmalt. Ja, Rainer ist in Halloween-Stimmung. Das lässt mich hoffen, weil ich habe ja vor, quasi auch einen Halloween-Stream zu machen, also in Halloween rein, also vom 30. und 31. so. Dann haben wir alle am nächsten Tag frei, können uns Zeit lassen, haben keine Hektik, können hier gemütlich noch ein Glas Wein trinken und einen Keks essen und so, ne? Ihr wisst ja, wie das ist. Und ab und zu wird mal abgeschwiffen. Und meine Hoffnung ist ja, dass Rainer auch Halloween-Streamen macht und wieder sehr viel drauf haben zum Reagieren. Wenn nicht, dann suchen wir uns noch 1, 2, 3 Halloween-Streams oder Videos quasi aus vergangenen Zeiten, Retromat, suchen wir uns dann wieder raus. Da gab es ja auch sehr schöne Gesichtsbemalung. Aber, wie gesagt, ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. Vor einigen Jahren habe ich auch mal, wollte ich mit Rainer die Halloween-Woche starten, weil Rainer die Halloween-Woche angekündigt hatte. Und ich hatte für jeden Tag der Woche eigentlich ein neues Thumbnail gebaut. Rainer hat aber die Halloween-Woche nach einem Video quasi abgebrochen und ich musste meine ganzen Thumbnails wegschmeißen. Die habe ich leider auch nicht mehr, aber ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Halloween ist ja mein Lieblingsfeiertag. Gut. Also wir sehen, er malt sich hier an, so ein bisschen. Ich weiß nicht, soll es wieder Alice Cooper sein? Wir wissen es nicht. Aber wir hören rein. Weil wir schon Halloween haben bald. Dauert zwar noch ein bisschen, aber... Ja, wir haben schon bald Halloween. Zwei Wochen haben wir noch. Zwei Wochen haben wir noch. Ja, ich habe mir gedacht, wir müssen mal gucken, wie es ausschaut. So. Nicht lange. Wie lange? Ja, es ist eher schon wieder, ne? Ich meine, es ist ja wieder ein altbekanntes Gesicht hier mittlerweile schon. Bei Rainer im Stream. Ich verstehe ihn immer nicht. Das ist echt ein Problem. Also nicht, weil er so undeutlich spricht. Na klar, er spricht manchmal auch ein bisschen rückwärts, man versteht ihn nicht. Aber er ist auch immer so weit weg vom Mikro. Und ich weiß nicht, ob Rainer versteht, was er sagt. Oder ob es Rainer einfach auch egal ist. Hauptsache, irgendjemand ist gerade da. Ach ja. Und man muss auch sagen, ne? Also ich meine, der eine oder andere von euch hat sich bestimmt auch schon mal zu Halloween oder zum Fasching oder zum Karneval eine Blödmanns-Gesichtsbemalung ins Gesicht gemalt. Ne? Machen wir ja alle mal. Warum denn auch nicht? Macht ja auch Spaß. Hat das jemand von euch schon mal so hart verkackt? Ich sag mal so, wenn uns hier einfällt, okay, Halloween-Party, jetzt mal ganz auf spontan. Ne? Ich sag mal so, Karamia und ich, wir gehen auch so durch. Wir müssen jetzt nicht unbedingt ein Kostüm haben. Ne? Und wenn wir uns denn das Gesicht anmalen würden, nein, andersrum, ich würde mir selber das Gesicht anmalen, hätte aber vorher schon 3 Flaschen Wein getrunken. Und dann ergibt sich, dann kriege ich einen Anruf. So. Klingeling, klingeling. Hallo, ich bin's, eins der Schmetterer. Und Rudi sagt auf der anderen Leitung,
Ey, Roxy Schmoxy, hast du Bock heute Abend auf Halloween Party? Er sagt, ich habe gar kein Kostüm. Er sagt, er ist egal. Ist egal, mal dich bisschen bescheuert an. Ich sage, alles klar, holst du mich ab? Jo, ich komme vorbei, sagt er, ne? So, dann lege ich wieder auf. Klau von der Mulle aus dem Schminkkasten, ne? Klaue ich mir so ein bisschen, weiß ich, wie das alles heißt hier, so Stifte und so Zeug und Lippenstift und so. Und würde hier einfach da vor dem Spiegel stehen und würde irgendwie so machen. Oder ich würde mich einfach mit dem Edding anmalen oder so, ne? Ich glaube, das wird immer noch besser aussehen als das, was er da gemacht hat. Lange Rede, langer Dödel. Ich wollte das nur mal kurz ausführen. Ich glaube, ich könnte es besser. Und ich könnte, also ich würde nicht von mir behaupten, ich kann's. Aber ich meine, ja. Hey, Hauptsache er hat Spaß. Hauptsache er hat Spaß. Wir wollen ihm ja auch die Freude an an diesem Halloween jetzt auch nicht versauen. Lange bin ich jetzt online? Schon viel zu lange wieder, meiner Meinung nach. 22 Minuten, also ich bin ja, so ungefähr 5 Minuten nach Anfang habe ich angefangen, also so 15 Minuten ungefähr. Dafür hast du 15 Minuten gebraucht. Das sieht aus, als wenn du mit der Fresse in den Dreck gefallen bist. Plus, minus. Es geht. Ist nicht so schwer. Aber Offensichtlich schon, sonst hättest du es ja hingekriegt. man sieht halt deutlich, dass es nicht richtig ist. Ah, so, jetzt im Stream geht's, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so rausgehen wollen würde, Lass mal lieber, lass mal. Du bist schon so gruselig genug. müsste ich das vernünftig machen. Also so geht's jetzt im Stream, ist nicht ganz so schlimm, weil durch die Beleuchtung sieht man es nicht ganz so. Aber wenn man genau hinschaut, hier siehst du es, siehst du da, hier ist extrem weiß an der Stelle und hier unten drunter ist es nicht so weiß. Da kommt noch die Hautfarbe durch und hier siehst du auch an der Nase die Kanten auch, ne? Also die Kante. Jetzt fällt es mir gerade ein. 15 Minuten? Ich meine, gut. Karamia hat ja nur auch eine gewisse Übung da drin. Das wollen wir Rainer mal zugute halten. Ne? Aber ich sag mal so, die malt sich jeden Morgen, ne, bevor wir zur Arbeit gehen oder sie zum Studium fährt, malt die sich auch erstmal ein Gesicht an. Ne? Ich wüsste gar nicht. Das wird die gar nicht hinkriegen. Selbst wenn die eine Minute Zeit hätte, würde das 10-mal besser aussehen. Also erstmal abgesehen von dem Gesicht, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, so, ne? Aber alleine von der Bemalung her. Naja, ist ja jetzt auch egal. Wir gucken weiter. Deswegen sage ich, das ist. Wenn ich jetzt so rausgehen wollen würde, müsste ich es anders machen. Würdest du mich auch so spät? Ja, die Problematik ist ja auch, du wirst ja auch nicht rausgehen. Ich bin auch ganz hart dazu verleitet, nach Plauen zu fahren. Mit so einem kleinen Plastikkürbis laufe ich da rum und von Haustür zu gehen. An bestimmten Häusern würde ich ein bisschen energischer klingeln und klopfen und würde sagen, süßes oder saures, süßes oder saures, Schnaps oder Klopapier. Kann ich schon machen, ja. Wenn, dann mache ich es aber richtig. Kauft ihr mal eine Nebelmaschine für den Stream? Früher habe ich eine Nebelmaschine ja gehabt, Leute, das wisst ihr doch. Eine Nebelmaschine. Jetzt habe ich aber im Moment gebraucht, bis ich verstanden habe, was er sagen wollte. Hätte ich immer noch, wenn jemand mein Lager geplündert hätte. Ja, natürlich. Also ich meine, sowas hast du aufgehoben, ne? Die Nebelmaschine. Die wichtige Nebelmaschine. Damit der Ostfriesenhater im Küstennebel versinkt. Grüße gehen raus. Liebe geht raus an dich, mein Bruder. Wir brauchen noch vier Leute. Leute, ich habe mich extra schick gemacht für euch, ne? Meint ihr nicht, dass das noch drei Rosen wert ist? Noch zwei Rosen? Nee. Ich finde, das ist so eine richtig angeschärfte Bombe ins Gesicht mit Anlauf. Aber so richtig. So einen richtigen Superman-Punch, den ist das wert. So schön bist du, Rainer. Du bist so schön. Du siehst aus wie aus Wachs geformt und in der Sonne stehen gelassen. Ja, also ein bisschen Halloween-Style, Leute. Ich habe mir gedacht, das wäre doch ganz schön. Die Musik passt halt ja auch dazu. Letzte Instanz, richtig schöne Gothic-Band. Ein bisschen düster, ein bisschen dunkel. Wobei das Album, na gut, das Album Liebe im Krieg ist schon. Die Sager. Laber mich doch nicht voll, Rainer. Mit ihren Alben auch immer sehr viel aus. Das finde ich voll cool. Das Album Heilig, und es gab ja ein Album. Das Einzige, was finster ist, das ist dein Keller. Und das, was dich in deiner Hose befindet. Und übrigens,
also ich habe das gestern im Stream schon, nee, vorgestern im Stream schon so ein bisschen mitbekommen. Das soll ja Corpse Paint darstellen, was er da macht, ne? So ein bisschen Black Metal und ein bisschen Gothic und so, ne? Es sieht nicht so aus. Machen wir uns nichts vor. Das hat er hart, da hat er hart reingeschissen. Das hat er nicht hingekriegt. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Was er aber sehr gut hinbekommen hat, offensichtlich, ist ja die Kleidung. Weil er sieht ja aus, also wir wissen ja jetzt mittlerweile, das ist ja schon irgendwie Tag 8 oder Tag 9, an dem er das gleiche Shirt anhat. Dementsprechend wird er das mit dem Geruch auch sehr gut hinbekommen haben. Ich glaube, der Geruch ist gruseliger als das Aussehen mittlerweile. Hieß nicht sogar ein Album unheilig und ein Album heilig? Weiß ich gerade gar nicht. Warte mal. Das ist auf jeden Fall eine gute Band, kann ich nur empfehlen. Den anderen Magier interessiert halt auch richtig. Was hat er überhaupt hier im Gesicht? Ist das nur die Lampe, die ihn anstrahlt? Oder hat er doch irgendwie so ein bisschen Joghurt im Gesicht? Hast dich heute geschminkt? Ja, für Halloween. So ein bisschen. Habe ich im Stream gemacht. Ja, ist nicht schön. Ist nicht schön. Aber ey. Leute, lasst uns gewinnen. Wir wollen 10 Wins heute abziehen. Oh, es ist auch schon wieder so ein bisschen... Das hat schon so wieder so ein bisschen Trans-Staffel-Vibes, oder? Aber was, an was mich das natürlich erinnert, und machen wir uns nichts vor, jeder, der zu der Zeit schon dabei war, erinnert sich an die Indianer-Staffel. Und da habe ich auch schon so ein bisschen nostalgische Gefühle, wenn ich das sehe. Die Frage, die auch gestern in meinem Stream schon gestellt wurde, weil wir, wie gesagt, ganz kurz, vorgestern in meinem Stream schon gestellt wurde, wie lange werden wir jetzt diese Schminke auf ihm sehen? Wann wird er sich waschen? Im Moment sieht's gut aus. Wir haben schon fast 5. Ach, was sag ich fast? Wir haben 5. Lass ihn Liebe sein. Wenn ihr was ist eigentlich aus deinem Piercing geworden am Ohr? Möchte ich an dieser Stelle mal fragen. Ist das schon wieder raus? Und mein Essen wird kalt. Oder, naja, was heißt wird? Nach knapp 2 Stunden dürfte es jetzt kalt sein. Mhm. Das ist heute ein bisschen später geliefert worden, leider. Ah, schwierig. Wurde später geliefert. Hat Katal nicht so viel Zeit gehabt vorher, dir deine Schüssel mit Nährschlamm quasi durch die Luke zu schubsen? Das ist blöd. Ja, habe ich vor. Ich muss auch sagen, mir geht ja auch irgendwie dieses... Nicht jeder muss natürlich im Internet sein Gesicht zeigen, ganz klar. Vollkommen okay. Aber irgendwie geht mir dieses pinke Ding hier super auf den Sack. Ich meine, mir geht auch noch so ein anderes pinke Ding auf den Sack, aber das hat jetzt hiermit nichts zu tun. Aber das geht mir richtig hardcore auf den Keks. Im Stream jetzt nochmal geschafft zu flatzen und ich wollte jetzt nicht im Stream hier rumsitzen. Auch das wäre nicht das erste Mal gewesen, Rainer. Das war so, neben ich sitze und starre dämlich in die Kamera, war Fressen so deine Hauptbeschäftigung im Stream. Über viele Jahre. Das habe ich früher immer gemacht, das kommt aber nicht so geil. Nee, das kommt nicht geil. Gerade wenn man eins Fettsack ist, so wie ich esse im Stream auch äußerst ungern. Damals auf Twitch war von mir eine Zuschauerbelohnung, also mit Kanalpunkten, so kostenfreie Kanalpunkte, dass ich ab so und so viel Kanalpunkten quasi einen Keks im Stream essen musste. Und jeder weiß, dass es mir eigentlich sehr unangenehm vor anderen Leuten zu essen. Ich habe aber vorgestern auch einen Keks im Stream gegessen, einen Pechkeks. Ich weiß gar nicht, was stand da drin? Du bist die größte Flasche oder irgendwie sowas. Aber auch zu Halloween haben wir uns vorgenommen, wir werden Kekse backen, wir werden Matcha-Kekse backen. Und die werden wir auch hier im Stream verköstigen. Und an dieser Stelle, ich bin der Überleitungskönig, wer mir auf meinem Instagram folgt, an jedem Sonntag, oder an fast jedem Sonntag, mein Karamia und ich, backen wir irgendeinen Kuchen. Oder vielleicht manchmal kaufen wir auch einfach einen Kuchen und posten ein Bild davon. Ist immer Süßkram-Sonntag. Diesen Sonntag, also heute quasi, ne? Gibt es noch Brownies. Wir backen heute Brownies. Wenn es nicht gut, wenn es eine Pizza ist, dann kann man sich mal so zwischendurch mal so... Ich habe sowieso vorhin mehr aus. Ja, Renner, das kann man. Wenn man sich mal so kurz aus der Kamera bewegt, könnte man sich hier so ein Stückchen Pizza reinsnacken. Aber, Renner, wir wissen ja auch, wie du eine Pizza isst. Du packst die auf ein Brett, komplett ungeschnitten, und versuchst, die so reinzuschieben. Was gab es denn? Gibt. Ich habe es noch nicht gegessen. Chinesisch wieder.
Schon wieder Chinesisch. Ich muss dir aber kurz mal vorher sagen, mir ist heute eine Situation passiert, die richtig unschön war. Nicht, dass das an mich nachher rankommt. Könnt ihr euch daran erinnern? Ist es noch gar nicht so lange her. War es jetzt in meinem vorletzten Video oder in dem davor? Da hat er auch mit dem Magger hier gequatscht. Und da hat Rainer gesagt, ey, was ich überhaupt nicht abkann, ist so, wenn es diese Rückkopplung gibt, dieser Hall, so, ne? Und ich habe ein richtiges Problem damit, wenn der Ton ein Abfuck ist. Wir werden mal sehen, wie Rainer darauf reagiert. Und heißt, dass hier irgendein Quatsch entsteht. Ich hatte bei mir einen Gast drin, den ich auch sehr gut kenne eigentlich. Und der hat dann zu mir gesagt, ich will auch mal gegen den komischen matchen. Auf wen gegen den komischen, wie meinst du? Und da meinte sie natürlich dich. Und dann habe ich gesagt, der ist nicht komisch. Der ist sehr komisch. Der ist ein richtig komischer Typ. Richtig fischiger Typ. Warum sagt Rainer nichts? Rainer hat ihm doch selber noch erzählt, dass er das super schlimm findet und dass er auf jeden Fall was sagen würde, wenn der Ton irgendwie kacke ist. Ist ja auch so über ihn zu reden, das möchte ich nicht. Und dann hat die mich frech angegrenzt und hat noch weitergemacht. Ich sag, was soll das? Ich sag, was soll das? Ich sag, willst du mir jetzt gerade schaden? Du weißt, dass ich gut mit ihnen bin, dass wir uns gut verstehen. Warum willst du jetzt Fitner machen? Ja, offensichtlich kennt der Magger hier, wie heißt er denn überhaupt? Hart gegen Knull, ach, keine Ahnung, ist ja auch scheißegal, wie du heißt. Offensichtlich hast du dich noch nicht so besonders viel mit Rainer beschäftigt. Und wurdest wahrscheinlich jetzt auch einfach so von der Kartallbubble irgendwie aufgenommen. Weil du halt die nächste Geldwaschmaschine sein sollst oder das nächste Zahnrad in dieser Maschine. Mensch, was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Ich meine, das wird dir jeder sagen, dieser Drachenlord-Typ, der ist ziemlich komisch. Der ist ein ganz komischer Typ. Mach mal lieber nichts mit dem. Oder ich möchte auch mal mit dem matchen, weil ich krieg den Kohlen geschenkt von seinen Haters. Oder von der Kartallbubble. Die Sache ist nämlich die, es kriegt da nicht jeder Geld geschenkt. Ja, haben wir ja mittlerweile auch schon mitbekommen, dass kleinere Streamer, die offensichtlich nicht zu Kartall gehören, ich gehe einfach mal davon aus, sie gehören zu Kartall, ich stelle einfach mal diese Behauptung in den Raum, die nicht dazu gehören, die werden ja auch nicht hardcore unterstützt von zum Beispiel einem Camping-Dude oder so, ne? Da werden nicht 4.000 Euro in die Spenden reingeknallt. Das ist ein bisschen komisch, weil wenn der Camping-Dude, der scheint ja anscheinend scheint er ja reich zu sein und spendet ja jedem jetzt Geld, der mit Rainer matcht. Naja, aber bei manchen denn doch nicht, nur bei bestimmten Leuten. Und man hat so hart das Gefühl, dass diese bestimmten Leute alle so in eine Bubble gehören. Das ist nur meine Vermutung. Ja, da das sage ich dir. Der hat die nicht aufgehört. Ich habe die auch rausgeschmissen. Ich kann dir sagen. Ich finde das so gemein. Ich auch. Aber ich kann dir sagen, das wird bei dir und auch bei Auge und auch bei Ibo noch öfter passieren. Ich sag dir auch warum. Weil ihr alle richtige Masken seid. Ihr seid richtige Ballastexistenzen und der Bodensatz von TikTok. Der bettelnde Abschaumbodensatz von TikTok seid ihr. Der ist doch bestimmt schon aufgefallen, ich gönne euch das, ne? Nicht, dass du das falsch verstehst. Ja, natürlich, er fängt nicht an zu heulen, wenn ihr mehr Geld als er bekommen habt. Bestimmt schon aufgefallen. Wahrscheinlich hat er das erste Mal nur so geheult, weil er nicht wusste, was da abgeht. Jetzt wurde ihm das wahrscheinlich erklärt, warum das so ist. Dass da seit einiger Zeit der Ibo uns, beim Ibo und auch bei dir und auch bei Auge, kommen dann öfter mal Lisa Forst, die oder ein paar andere rein, die teilweise auch mal so. Auge ist der Peps-Typ, ne? Finde ich super unangenehm, den Typen. 20.000, 30.000 Bunde raushauen. Mhm. So, ist heute jetzt noch nicht passiert, aber oder vielleicht behalten sie sich jetzt auch bedeckt, ich weiß es nicht, aber das ist ja vorher normalerweise auch nicht der Fall gewesen. Ja. Und das machen die halt, weil die mich damit triggern wollen. So. Und die Sache ist, dass das viele andere Streamer jetzt gemerkt haben. Mhm. Und ich krieg momentan von vielen Leuten Anfragen. Also wenn ich jetzt halt bei euch drin bin oder so, oder wenn ich bloß so da bin und ein bisschen Musik höre, kriege ich von vielen Leuten Anfragen, früher hatte ich Anfragen, das ist nicht ungewöhnlich gewesen, von so 2 bis 5 Zuschauern mal. Es war mal einer dabei mit 100 oder so, aber das war dann von 100 Anfragen nur einer. Und in dem Fall war es jetzt das so. Ja, und natürlich, wie gesagt, dieser ganze Bodensatz von TikTok denkt jetzt natürlich, da bereit sind jetzt die dicken Kohlen zu holen, wenn du jetzt mit dem matcht.
Ist aber, wie gesagt, habe ich gerade erklärt. Ich habe gerade die Theorie aufgestellt und jetzt passiert es wieder. Jetzt wird das wieder hier quasi mehr oder weniger bestätigt. Nur gewisse Leute bekommen Geld von dieser Bubble, weil diese Bubble das Geld natürlich auch zurückhaben will. Die wollen das Geld ja waschen, die wollen es ja nicht verschenken. So, dass ich eine Anfrage bekommen habe von Leuten mit 35, mit 50, mit 55, mit 300, mit 200, bekomme ich öfter mal irgendwelche Anfragen plötzlich. Und ich sage dir, das liegt einfach nur daran, weil die gemerkt haben, ich habe jemand anderen, wir werden jetzt hier keine Namen erwähnen, braucht man auch nicht, aber ich hatte ja eine, du hast ja, glaube ich, ich selber mitbekommen, ich hatte ja eine Person in die Rangliste geprügelt. Die Rede ist von Merlin. Und ich glaube, bei dir und bei Auge war es ja auch so, dass ihr kurzzeitig auch in der wöchentlichen aufstrebenden Stars drin wart, neulich mal. Auge, ja. Und das war die richtige Stars. Genau, und das haben, und das war ja auch nach dem Stream mit mir so, wo da die Leute so extrem rausgehauen haben. So, gönne ich euch, ist gar nicht das Thema. Du bist der Garantiefaktor für Fame. Thema, aber. Deswegen machen wir auch alle Klicks auf deinen Nacken, Rainer. Es geht halt darum, dass halt einige andere das jetzt auch spitz gekriegt haben und halt angefangen haben, hier zu denken, ja, wir machen das jetzt mal auf seinen Nacken so. Prinzipiell hätte ich damit kein Problem. Ja, dann ist ja gut. Dann mache ich das. Ich will gar keine Tiki-Toggy-Kohle. Ich mache einfach hier auf YouTube mein Ding. Und ich mache einfach hier Klicks auf deinen Nacken. Aber ich hatte, wenn ich dann mal mit einer oder zwei Leuten streame, habe ich dann öfter mal schon das Problem gehabt, dass wir... Abstimmung Stars, Platz 83. Ja, genau, Auge, das hast du mir erzählt. So, und muss ja nicht sein, dass das alles nur an mir lag. Kann auch gut sein, dass es auch an anderen lag. Aber es gab halt dann halt den einen Stream kurz vorher eben mit mir, wo man dann eben diesen Ding hatte. So, und das haben halt, wie gesagt, ein paar andere anscheinend mitbekommen. Und deswegen werden die jetzt wahrscheinlich versuchen, über euch an mich ranzukommen. Gehe ich von aus. Nein, das waren, ja, ist ja auch so. Aber das waren wirklich, ich folge ja auch nicht vielen Leuten. Ne? Ich folge ja nur, das sieht man ja auch. Ich folge nur wirklich 106. Oh, das ist aber wirklich unangenehm mit seinem Halter, ne? Mit der Rückkopplung. Achso, an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, alles, was ich gerade über Geldwerte gesagt habe, TikTok sportlich. 36 Leute. YouTube sportlich. Und ich habe 9.369 Follower. Also ich passe schon echt auf. Und das war eigentlich, die ich kannte. Ja. Ich zu tun, auch nicht mal eben seit gestern. So. Ja, offensichtlich hat die schon ein bisschen mehr durchgesehen als du. Und das Gemeine finde ich daran, dass sie mich in eine Situation bringt, wo sie ganz genau weiß, wenn das an dich rankommt, dass mir das schadet. Nö, wieso soll dir das schaden? Ich meine, du kannst ja auch einfach sagen, René, tschüss, Metal Off. Denn wenn dir das jetzt nicht irgendwie um Kohle oder Film geht, könntest du ja auch einfach mit diesen großen... Mit dieser großen Gefahr, die dir da droht, durch Rainer, dann könntest du auch einfach aufhören damit. Dann kannst du auch einfach sagen, ach nee, komm, weißt du was, ich habe ja vorher hier schon Tickety-Toggety gemacht, das mache ich jetzt weiter, mir geht's ja gar nicht darum. Machst du ja auch nicht. Wenn du die rausgeschmissen hast und so weiter, schade, dass die bestimmt hat. Zumindest nicht von mir und so weiter. Von mir und so weiter? Wer ist denn bitte so weiter? Das ist die Frage, die es zu beantworten gilt. Wissen wir es alle? Wir wissen es alle. Und ich bin auch direkt entfolgt. Ich bin auch direkt entfolgt. Ich sag bei solchen Sachen auch immer eins: Mir ist egal, mit wem du matchst. Du kannst von mir aus auch mit Ofenkäse und so weiter matchen. Das ist absolut mir egal. So, das gilt auch für Auge und auch für Ibo und für alle anderen. Ob ihm das so egal ist? Wenn jetzt Auge und Ibo und hier, keine Ahnung, egal wie er heißt, jetzt auch alle mit einem Ofenkäse matchen würden, ob Rainer da so Bock drauf hätte und sich vielleicht gut mit dem Ofenkäse unterhalten können, weil ich glaube, dass der Ofenkäse, also eindeutig, ich glaube nicht, ich weiß, ne? Dass der Ofenkäse, also ich habe mich persönlich noch nie mit dem Ofenkäse unterhalten, aber das kann ich schon so sagen, bevor ich mich jemals mit ihm unterhalten hätte. Dass der Ofenkäse mit Sicherheit ein besserer Gesprächspartner ist als der Rainer. Ihr könnt alle machen, was ihr möchtet. Das geht mich nichts an. Wenn ihr mit mir matcht, möchte ich aber nicht davon irgendwie, dass ihr mich dazu irgendwie versucht zu triggern oder mich irgendwie damit nerven. Ich werde jetzt noch in Ruhe essen und dann. So, ja, der war das Match schon vorbei. Ich möchte nicht, dass ihr mich triggert. So, aber womit ihr mich triggert, das ist auch jedes Mal unterschiedlich. Fragt mich nicht, was mein Lieblingseis ist. Danach werde ich höchstwahrscheinlich noch im Discord mal für ein, zwei Stunden sein. Mal schauen, ich weiß noch nicht, ich bin da nicht versprechen. Guckt euch dieses T-Shirt an, meine Güte, es wird auch von Tag zu Tag ekliger.
Das muss er doch merken. Ich meine, er sieht sich jeden Tag selbst in der Kamera. Er muss doch merken. Er muss es doch riechen. Er muss es doch. Es klebt doch nur noch an ihm. Ja, und aber deinem Discord ist ja interessiert keine Sau. Wenn es wieder was aus dem Discord zu berichten gibt, anhand von Screenshots, die uns irgendwie zugespielt werden, dann werde ich es euch in einer kleinen News wissen lassen. Hingehen, nicht auf die Tastatur legen. Nicht jetzt so kurz vorm Ende des Videos. Nicht, dass du hier wieder alles kaputt machst. Dusselige Kuh. Nein, nein, nein. Ja, du bist eine Prinzessin, bist du, ne? So eine Liebe. Ja. Wenn ich auf die Tastatur setzen will. Sonst ist hier Fitner. Nee, auch nichts umschweißen. Ach, Hinky. Ja. Ihr seht es nicht, aber sie macht sich gerade auf den Tisch breit. Zum Glück bin ich jetzt fertig. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Ciao, ciao. Was wird das denn schon wieder für eine Verabschiedung? Das werde ich jetzt auch einfach so machen. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Was knacken, Hakuna Matata, Metal Off, ihr wisst ihr. Fenster auf Kipp, Wurst hochhalten. Nehmt alle eure Tabletten, trinkt euren Actimel, esst euren Mozzarella, seid kein Rainer Winkler, seid heute Abend bei mir im Streamen mit dabei. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch trotzdem einen wunderschönen Sonntag. Folgt mir auf Instagram. Instagram ist gut. Meine Instagram-Seite ist top. Die ist richtig, und sollte mir folgen, richtig geil. Ansonsten hier liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren. Ihr wisst es doch alle. So, Metal Off. Jetzt wird erstmal schön nachher gleich Brownies gebacken. Und dann werde ich heute Abend ein Streamende machen. Mit der Karamia zusammen. Hm. Seid dabei, Leute, seid dabei.